warten, so lautet die Aufforderung dieses Sonntags, betet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Lassen wir uns heute an diesem fünften Sonntag der Osterzeit erinnern, an die Kraft des Gebets. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinne und Gehirn auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von dir irren, ganz zu dir gezogen werden. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllt, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllt. Gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren, mach uns alle samt bereit, öffne Herzen Mund und Ohren. Unser Bitten, Flehen und Singen lasse Jesu wohl gelingen. So lesen wir im Evangelium dieses Sonntags. Es steht bei Lukas im 6. Kapitel. Christus spricht zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Hast du eine Sorgenlast, die in dir raubet Fried und Rast? Jesu Herz dir offen steht, mach aus des Feindes Macht und List, flieh zu dem, der Sieger ist, und vor seiner Majestät
Liebe Geschwister, mancher kennt es vielleicht noch, das Lied Fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot. Und vielleicht fällt uns auch die Geschichte von ihm ein, als er wegen seines Glaubens in eine Löwengrube geworfen wurde, aber die Löwen ihn mit Gottes Hilfe wunderbar verschonen. Aber wie hing das alles gleich zusammen? Das Buch vom Propheten Daniel erzählt uns aus der Zeit, so etwa um das Jahr 550 vor Christus. Das Land Juda hatte den Kampf gegen die Babylonier verloren. Jerusalem war erobert worden. Viele Menschen wurden nach Babylon verschleppt, unter ihnen auch Daniel. Von außen betrachtet hat er Glück, er wird auserwählt, am babylonischen Königshof zu leben und dem König Nebukadnezar zu dienen. Er erhielt eine ganz besondere Bildung und Erziehung, wird in der Sprache, in der Schrift der Babylonier unterrichtet und er bekommt einen neuen Namen. Er, der er gewesen ist, soll er nun nicht mehr sein. Kein Jude, sondern ganz und gar Babylonier. Seine Vergangenheit, seine Herkunft soll gelöscht sein. Mit dem neuen Namen erhält Daniel eine neue Identität. Und dazu gehört auch, dass er nun in die Religion der Babylonier eingebunden werden soll. Dazu nimmt sich der König das Recht. Doch Daniel vergisst keinen Moment seine Wurzeln. Er kann vielleicht vom König anders genannt werden, aber er bleibt doch Daniel. Er hält fest an seiner Herkunft, an seiner Geschichte, seinem Volk, seinem Gott, an all dem, was einem Juden wichtig ist. Oft wird es von dem fremden König und seinen Gefolgsleuten anerkannt. Daniel in seiner Weisheit ist hoch geachtet. Sein Rat wird erst vom König Nebukadnezar und dann auch von seinem Nachkommen Belsazar gehört. Und selbst die harte Wahrheit über die berühmte Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tegel, Uparsin, gewogen und zu leicht befunden, hört Belsazar ohne Widerspruch aus Daniels Mund. Immer wieder gibt es aber auch die Bewährungsproben, vor allem als sich Belsazars Nachfolger Darius von seinen Ratgebern überreden lässt, sich selbst als Gott anbeten zu lassen. Das wird, diese Bezeichnung ist sprichwörtlich geworden, zum Gesetz der Meder und Perser erklärt. Das ist also etwas ganz Unumstößliches. Doch was tut Daniel? Er verrichtet treu den Dienst für seinen König, ja, aber Darius anbeten, das geht gar nicht. Für alle sichtbar betet Daniel weiterhin dreimal am Tag am offenen Fenster seines Hauses zu seinem Gott Israels. Und das bleibt natürlich den Denunzianten nicht verborgen. Eigentlich wider Willen lässt Darius Daniel in eine Grube mit hungrigen Löwen werfen. Seine Hasser triumphieren schon, sehen ihn längst tot, aber am nächsten Morgen wird er wohlbehalten aus der Löwenhöhle herausgezogen. Und Darius befiehlt, dass ab sofort Daniels Gott zu verehren ist. Das ist, soweit wir es wissen, nicht zum Gesetz der Meder und Perser geworden. Aber eines zeigt die ganze Geschichte. Daniel ist zwar weit weg von der Heimat, aber im Herzen ist er in Jerusalem, ist er bei seinem geschlagenen und geschundenen Volk. Ja noch mehr, mit ganzem Herzen ist er bei dem Gott Israels, dem er vertraut. Ja, dieser Gott Israels, er hat die Macht, alles zu ändern. Daniel betet. Eines seiner Gebete ist uns im Kapitel 9 seines Prophetenbuches aufgeschrieben.
Da lesen wir, dass Daniel spricht: Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um all deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer, die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir in unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und handle, säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Daniel redet Klartext, er beschönigt nichts, groß und zugleich schrecklich nennt er Gott, zornig, grimmig, aber auch gnädig und barmherzig. Daniel versucht, die Ursache für die Situation des Volkes zu ergründen und erkennt dabei dessen eigene Schuld. Ja, sie haben ihr Unheil selbst heraufbeschworen, sie haben ihre Wurzeln vergessen und die Verbindung zu ihrem Gott abreißen lassen. Das hat sie in dieses Elend gestürzt. Daniel leidet daran unsäglich. Ach, stöhnt Daniel. Er hält fest, er erinnert, er bittet. Von Daniel können wir beten lernen. Beten, das heißt, Gott zugleich in seiner Größe und zugleich in seiner Gnade zu sehen. Beten, das heißt auch zu erkennen, wo ich auf falsche Wege gekommen bin, wo die Verbindung zu Gott abgebrochen ist. Und beten heißt, Gott um seine Gnade bitten, um sein neues Erbarmen. Wir liegen vor dir in unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. So der wohl bekannteste Satz aus diesem Gebet Daniels. Ja, wer liegt, wer am Boden liegt, der hat selber keine Kraft mehr. Der kann nur noch mit Gottes Hilfe wieder aufstehen. Ja, vielleicht ist diese Zeit mit Corona und mit aller Zerrissenheit unserer Welt und unserer Gesellschaft vor allem eines: die Aufforderung an die Kirche zum Gebet. Name dieses Sonntags: Rogate, zu Deutsch betet. Das ist unser Dauerauftrag als Christen. Daniel betet und er zeigt uns, was man alles vor Gott bringen kann. Seinen ganzen Schmerz, seine Trauer erzählt er Gott. Seine Verzweiflung ist zum Greifen nah. Seine Worte erzählen von seiner Bedrückung, seiner Last, die er tragen muss. Wir hören das Stöhnen und Fragen. Der Kummer bedrückt ihn. Er fragt: Hörst du uns, Gott? Siehst du uns? Daniel hat einen, der zuhört, der sieht, der versteht. Ihm kann ich abgeben, was das Herz schwer macht und die Seele bedrückt. Daniel bittet Gott, dass er die Not des Volkes sieht, dass er seine Augen nicht verschließt. Viele kennen ja das Gefühl, Gott hat sich abgewandt. Er hört und sieht uns nicht. Doch gerade dann kommt es darauf an, dass wir weiter zu Gott rufen. So tut es Daniel.
Er legt all seine Sorgen in Gottes Hände, in die Hände, die mehr tragen können als wir. Und dazu ruft uns die Bibel immer wieder auf. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Lesen wir im Psalm 50, Vers 15. Manche haben sich diese Stelle richtigerweise als die Telefonnummer Gottes gemerkt. Ja, Gott ist immer erreichbar und wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit seiner Hilfe zu uns unterwegs ist. Und Jesus lädt ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott lädt uns ein, unser Leben mit ihm zu leben, Beziehung zu leben. Er lädt uns ein, alles, was uns erfreut, alles, was uns traurig macht, alles, was uns mit Dankbarkeit erfüllt, in seine Hände zu legen. Er wartet darauf. Er wartet auf dich. Amen. Fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot, sein dir Kinder Gottes schon in der größten Not. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wage es treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein. Traut das Christuszeichen hoch in den heil'gen Streit. Satan kommt zu Falle doch, uns ist Sieg bereit. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Wage es treu vor aller Welt, Gottes Kind zu sein. Lasst uns beten. Gott, unser Heil, um deines Sohnes willen, der für uns starb und auferstand, erhörst du unsere Gebete. So beten wir im Vertrauen auf ihn. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Kirche in aller Welt. Gib ihr offene Augen für die Nöte dieser Welt und eine Stimme, die für die spricht, die ohne Beistand sind. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten für die Regierenden. Erfülle sie mit Willen und Kraft, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen und zu erhalten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die Sinn und Halt für ihr Leben suchen. Lass sie Orientierung und Geborgenheit finden in der Gemeinschaft deiner Kirche. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten für die Schwachen und Leidenden in unserer Gesellschaft. Schenke ihnen Zeichen deiner Nähe und Menschen, die ihnen nahe sind. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten um Wachstum und Gedeihen auf den Feldern, auch in diesem Jahr. Lass bitte so viel heranwachsen, dass wir genug zu essen haben. Segne du die Landwirte. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten füreinander. Hilf uns, jeden Tag auf dich zu hören und im Gebet dir alles anzuvertrauen, was uns bewegt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast deinen Sohn aus dem Tod befreit und kannst auch uns zum Leben befreien durch ihn, Christus, unseren Herrn, der uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
So nehmt den Segen unseres Gottes mit hinein in diesen Tag und in die Zeit, die vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.